Dank des Eco-Konzepts Toyota Optimal Drive überzeugt der Verso S mit dem niedrigsten Verbrauch und den geringsten CO2-Emissionen seiner Klasse. Optional bietet Toyota den 1,33 Liter Benziner mit Multi-Drive-S-Getriebe an. Das Getriebe verfügt über einen 7-stufigen sequentiellen Schaltmodus, der wahlweise per Wählhebel oder über Schaltwippen am Lenkrad bedient werden kann. Es ist das erste stufenlos variable Getriebe in dieser Fahrzeugklasse. Das kompakte Getriebe ist eines der kraftstoffeffizientesten Automatikgetriebe auf dem Markt. In Verbindung mit dem Multi-Drive-S-Getriebe verbraucht der Benziner nur 5,0 Liter auf 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß liegt bei nur 117 Gramm pro Kilometer. Es ist damit das erste stufenlos variable Getriebe, das niedrigere Emissionen bewirkt als ein herkömmliches Schaltgetriebe. Das Multi-Drive-S-Getriebe besteht aus zwei Kegelscheibenpaaren mit variabler Spaltweite. Beide sind über ein Metallschubgliederband miteinander verbunden. Durch stufenlose Änderung der Spaltweite zwischen den Kegelscheiben lässt sich eine unendliche Zahl von Übersetzungsverhältnissen realisieren. Ein Multi-Drive-S-Getriebe arbeitet mit einer größeren Spreizung der Übersetzung als ein herkömmliches Getriebe. Dadurch verbessert sich sowohl das Beschleunigungsvermögen aus dem Stillstand als auch die Kraftstoffeffizienz bei höheren Geschwindigkeiten. Das Multi-Drive-S-Getriebe ist über einen elektronisch gesteuerten hydrodynamischen Drehmomentwandler mit variablem Öldruck an den Motor gekoppelt. Der Drehmomentwandler des Multi-Drive-S-Getriebes verfügt über eine flexible Wandlerüberbrückung. Diese Flex-Lock-Up-Control genannte Steuerung passt den Schlupf der Wandlerüberbrückung kontinuierlich an. Somit wird eine ideale Balance zwischen Drehmomentabgabe und Kraftstoffeffizienz gewährleistet. Auf diese Weise kann der Antriebsstrang selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten vibrationsarm und gleichzeitig mit hohem Wirkungsgrad arbeiten. Die fortschrittliche Steuerung des Multi-Drive-S-Getriebes umfasst zahlreiche weitere neue Features, um die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und das Fahrerlebnis zu steigern. Beim Anfahren senkt die neue Flex Start Control die minimale Geschwindigkeit, bei welcher der Drehmomentwandler ohne Schlupf arbeiten kann, von 15 auf 10 km pro Stunde ab. Dadurch sinken die Leistungsverluste und der Verso S kann bereits mit niedriger Motordrehzahl kraftvoll beschleunigen. Beim Rollen und im Schiebebetrieb optimiert die Lock-Up Slip Control den Wirkungsgrad durch früheres Einsetzen und verlängerte Dauer der Schubabschaltung. Bei Bergauffahrt verhindert die Speed Ratio Control zu häufige Änderungen des Übersetzungsverhältnisses, um eine möglichst sanfte Kraftübertragung zu gewährleisten. Wenn der Fahrer bei Bergabfahrt das Bremspedal betätigt, wählt die Getriebesteuerung automatisch ein kleineres Übersetzungsverhältnis. Die Motorbremse wird nun optimal ausgenutzt. Im Multi-Drive S Sportmodus passt die Getriebesteuerung die Motordrehzahl enger an die Fahrzeuggeschwindigkeit an. Auf diese Art wird das Beschleunigungsvermögen optimiert und der Fahrer erfährt ein dynamischeres Fahrerlebnis. Optional ist der benzingetriebene Verso S mit einer weiterentwickelten Start-Stopp-Automatik erhältlich. Davon profitieren vor allem diejenigen, die viel in Städten unterwegs sind. Bei Fahrzeugstillstand schaltet das System automatisch den Motor ab, sobald der Fahrer das Bremspedal betätigt. Löst der Fahrer die Bremse, startet der Motor wieder, nahezu geräusch- und vibrationslos. Das System leistet einen Beitrag zu geringeren CO2-Emissionen und kann den Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr um bis zu 10% senken. Selbst bei eingeschalteter Klimaanlage kann die weiterentwickelte Start-Stopp-Automatik den Motor bis zu einer halben Minute länger abschalten als das bisherige System. Toyota bietet die Start-Stopp-Automatik in Verbindung mit dem optionalen Multi-Drive-S-Getriebe an. So bietet der Verso S den niedrigsten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse. Der Verso S ist damit das erste Fahrzeug mit stufenlos variablem Getriebe und Start-Stopp-Automatik.